Ja, jetzt wollen wir den Blick vervollständigen, weil ein ganz wesentlicher Akteur fehlt noch, nämlich die Ärzteschaft. Ich bin froh, hier heute Dr. Franz Josef Bartmann begrüßen zu können. Er ist Präsident der Ärztekammer Schleswig-Holstein, Telematikbeauftragter der Bundesärztekammer, das auch schon eine gewisse Zeit. Und ich denke mir, wenn man sie verfolgt und beobachtet, irgendwo schlägt auch ihr Herz für die Telemedizin. Inwiefern, inwieweit, das werden Sie uns jetzt sicherlich illustrieren. Ja, vielen Dank für die Einführung. Stimmt, ja, ich bin seit einigen Jahren ja in dieser Funktion. Im richtigen Leben bin ich allerdings Chirurg, ja, und zwar Unfall- und Viszeralchirurg und mache das auch noch, was viele immer verwundert. Aber wenn ich tatsächlich gelegentlich das Gefühl habe, einmal im Jahr zumindest im Rampenlicht zu stehen, subjektiv nur wahrgenommen, dann hat das mit der Telematikfunktion zu tun, nämlich immer mit den Ärztetagen, wenn ich dort, und Herr Levin hat eben eine ähnliche Verbindung zwischen Gesundheitskarte und Telematikinfrastruktur hergestellt. Natürlich geht es mir nicht um diese Plastikkarte, ja, die kann man durch verschiedene andere Dinge auch ersetzen. Mir geht es um die Telematikinfrastruktur. Ja. Und das Ergebnis ja der Diskussion auf den Ärztetagen ist dann, dass meistens also schon bevor ich da die Tribüne verlassen habe, ja die Pressemitteilung raus ist, Ärzteschaft ja lehnt Einführung der elektronischen Gesundheitskarte ab. Ja. Dass das also nicht die Einschätzung der Ärzteschaft ja zur Telematik sein kann und zur Telemedizin, ist uns klar. Ja, weil wir betreuen selbst also eine ganze Menge Projekte. Und wenn wir also eine Landkarte über alle Graswurzelnetze, ja, wie wir sie liebevoll nennen, dort erstellen würden, ja, dann ist die gesprenkelt wie ein Kind mit Masern. Also über ein paar hundert Projekte ja in ganz Deutschland. Links, ja. Ja, und dann haben wir gedacht, ja, Josef Hilbert, ja, wir schätzen nicht ein, ja, wir gucken mal ja wissenschaftlich fundiert nach. Und das ist ein Ergebnis einer Untersuchung, die wir mit dem Allensbach-Institut gemacht haben. Und wenn Sie sich da einmal kurz so reingucken, dann sehen Sie also, dass tatsächlich also da fast 90% ja aller Ärzte, ja sowohl was Telematik und Telemedizin angeht, der Meinung sind, ja, das wird enorm zunehmen. Systematisch ist das nicht ganz korrekt gefragt, ja, weil Telemedizin ist ein Teilaspekt ja der Telematik, aber natürlich war bei uns im Hinterkopf genau diese gedankliche Verknüpfung, ja, Gesundheitskarte und Telematik, ja, und um da vielleicht Unterschiede rausarbeiten zu können, ob diese Diskussion ja dort auch schon zu Infektionen geführt hat, haben wir bewusst eben diese beiden nebeneinander gestellt, und Sie sehen also, die Zustimmung ist ganz überwiegend. Wenn wir jetzt so einzelne Anwendungen der Telemedizin mal rausnehmen, sind die Anwendungen, die bereits weit eigentlich eingeführt sind, zumal die Teleradiologie, sind natürlich am bekanntesten, und auch da wird denen die meiste Bedeutung zugemessen. Ich sage immer, also Teleradiologie ist im Grunde genommen ein Abfallprodukt ja einer ja katastrophalen Misswirtschaft in Deutschland. Ja, wir haben einfach viel mehr ja Großgeräte, ja, als wir Personen haben, ja, die mit den Ergebnissen dieser Großgeräte was anfangen können. Wir haben also in München mehr CT-Geräte stehen als in ganz Italien. Ja. Und dadurch, dass wir jetzt so viele ja Großgeräte haben, ja, gibt es die Möglichkeit, ja, die rein technische Herstellung der Aufnahmen dort ohne große, ja, sage ich mal, ärztliche, fachärztliche Kompetenz herzustellen und die Beurteilung dann eben zentral vornehmen zu lassen. Das also nur ein kleiner Nebenaspekt. Was uns mehr erstaunt hat, war, dass genau die Anwendungen, ja, die in Verbindung mit der Gesundheitskarte immer wieder in der Kritik sind, diejenigen sind, ja, die, wenn wir sie explizit nachfragen, ja, dort tatsächlich auch ein hohes Maß an Zustimmung finden. Die elektronische Speicherung von Notfalldaten ganz oben an, aber selbst elektronische Arzneimitteltherapiesicherheitsprüfung. Ja, ein Aspekt, ja, der mir immer wieder vorgehalten wird, es gäbe keine Evidenzen dafür, dass es wichtig ist. Ja. Es gibt hunderte von guten Evidenzen, ja, und ich bin immer der Meinung, als Chirurg, ja, stehen wir immer im Rampenlicht, wenn mal wieder irgendeine Operation was schiefgegangen ist. Das sieht jeder, das merkt jeder. Aber eine misslungene Arzneimitteltherapie, ja, macht sich erst nach Jahren teilweise viel fataler bemerkbar. Ja, als, und dass da eben die Zustimmung da ist, ein gewisses Missverhältnis besteht dann dazu,
dass man das elektronische Rezept, was eigentlich die Grundvoraussetzung wäre, das vernünftig zu machen, dann wieder keine Akzeptanz findet. Aber das hat zu tun mit dem granatenmäßigen Fehlschuss, ja, den man mit der Einführung der Gesundheitskarte gemacht hat. Man dachte, Schulöffelfunktion, elektronische Verordnung, ganz einfach, ja, bringen wir mal rein. Es war ganz schwierig und ist total in die Hose gegangen. Das muss man ganz klar so sagen. Aber wird natürlich kommen. Ja, und mittlerweile ist die Entwicklung auch schon so, dass das Ergebnis heute anders aussehen würde. Aber jetzt möchte ich ein bisschen Wein da reingießen. Sie sehen also, wenn wir dann global fragen, ja, halten Sie das für wichtig, dann ist die Antwort positiv. Fragt man aber, wie ist es denn in deinem eigenen Bereich, dann bewahrt sich mal wieder Karl Marx, ja, das Sein bestimmt das Bewusstsein. Ja. Nämlich, Sie sehen überall da, wo es um Informationsaustausch geht, ja, und Qualität des Informationsaustausches liegen Niedergelassene und Fachärzte, Krankenhausärzte weit auseinander. Ja. Krankenhausärzte, ja, die eben im Nachtdienst ja tatsächlich dieses Defizit immer wieder empfinden, ja, messen dem eine weitaus größere Bedeutung zu, ja, als die niedergelassenen Ärzte. Und wenn Sie mal unten das Letzte sehen, ja, dass nichts von diesen Anwendungen dort irgendeine Bedeutung hat oder positiv ist, dann sehen Sie Krankenhausärzte ja einer, ja, den muss es immer geben, als Alibi allein schon, ja, dass man das als offene Untersuchung ja dort apostrophieren kann. Aber 20% aller Niedergelassenen sagen, das taucht alles nichts her, das wird uns nicht weiterbringen. Also da gibt es eine ganze Menge zu tun. Herr Levin, ich bin Ihnen sehr dankbar. Sie haben mir eben sozusagen die Steilvorlage ja genau für diese Folie gegeben. Und Sie sehen also da diesen Riesenbauch, ja, den wir da zu verarbeiten haben werden. Und dieser Bauch ist nicht jetzt da, ja, sondern der entsteht ja in einigen Jahren, ja, wo die, die heute eventuell mit iPhone und App noch nichts anfangen können, die sind damit groß geworden. Ja. Und die werden dann damit auch optimal umgehen können. Natürlich wird sich die Technik auch weiterentwickeln. Ja. Über die Apps von heute werden wir da nur lachen können. Ja. Aber ich glaube, allein die Denkweise der Kommunikationsform wird mitwachsen. Ja. Wenn ich jetzt hier chronische Erkrankungen wird steigen sage, dann sage ich das natürlich als Arzt, ja, der im Gesundheitswesen sozusagen etabliert ist, im ersten Gesundheitsmarkt, ja, Herr Gresch. Ja. Aber viel bedeutender ist es natürlich auf den anderen Bereichen, ja, wo es darum geht, ja, dass die Leute nicht nur immer älter werden, sondern immer einsamer werden. Ja. Herr Hilbert hat darauf hingewiesen, ja, ein ungeheuer großes Kommen. Bitte achten Sie auf Ihre persönliche. Achten Sie drauf. Ja. Und lassen Sie Taschen, Koffer, Kleidungsstücke sowie Laptops und Mobiltelefone nicht unbeaufsichtigt. Ein Kommunikationsbedürfnis, was nach Vernetzung geradezu schreit, oder was in den Wellness, in den sozialen Wellnessbereich geht, in den Bereich der Sicherheit. Ja. Ich fühle mich sicher, ja, dass ich meinen Elektroherd ausgemacht habe, weil er geht automatisch aus, ja, wenn ich mich 3 Schritte davon entfernt habe. Das sollte man nicht unterschätzen, hat allerdings dann mit mir als Arzt ja dann nur peripher was zu tun. Nun, wenn mir irgendein Mikrofon vorgehalten wird, ja, ist im Bereich mit Telemedizin ist immer die Frage, kann man damit den Arztmangel beheben? Da bin ich ganz unsicher. Ja. Ich glaube also, bisher hat jede Anwendung in der Telemedizin nicht zum Arztabbau geführt, ja, sondern es werden mehr Ärzte benötigt. Ja. Genauso, ja, und da bin ich jetzt ein bisschen so gegen die These, die eben mal genannt worden ist, Herr Levin, ich glaube, wenn man so global rechnet, ja, ist Ihre Berechnung richtig, oder wenn man im Einzelfall rechnet, ist Ihre Rechnung richtig. Aber es wäre das erste Mal in der Medizin, ja, dass ein Fortschritt, ja, ohne auch Kostensteigerung erkauft würde. Ja. Also da würde ich die Frage nicht ganz eindeutig beantworten. Wird billiger, wir brauchen weniger Ärzte, aber die Behandlungsqualität wird besser. Ja. Man kann eben gar nicht so viel Equipment mitnehmen beim Hausbesuch, ja, wie man es eigentlich so in einem Zentrum hat, ja, wo man dort also alle Möglichkeiten hat. Der Patient muss nicht hinkommen, um die Parameter zu erheben, sondern es wird geliefert. Ja. Hausbesuche, ja, sind im Grunde genommen von daher, ja, was das Kommunikationsbedürfnis angeht, heute noch ein gewisser sozialer Faktor, aber aus medizinischer Sicht gesehen eigentlich eine ziemliche Vergeudung von Zeitressourcen, sowohl auf der Patienten- als auch auf der Arztseite. Das Übrige haben Sie mittlerweile sicherlich gelesen. Was nicht zu unterschätzen ist, dass durch die Vernetzung automatisch eben auch eine gegenseitige, ja, Befruchtung, Kontrolle im Sinne eines Qualitätssteigerungs möglich ist und dass der Informationsfluss ja von Bedeutung ist, ist klar.
Wir haben im Frühjahr des Jahres 30 deutsche Telemedizinprojekte zu einem Workshop bei uns bei der Bundesärztekammer versammelt, haben die befragt, ja, wo sind denn ihre Probleme? 82% haben technische und personelle Probleme. Und das ist das Entscheidende, ja, der fehlende Standards beim Datenaustausch. Deshalb bleibt es bei den Graswurzelnetzen. Ja. Wir brauchen aber eine größere Vernetzung. Und dazu, Herr Lewin, da sind wir beide, da passt kein Blatt Löschpapier zwischen uns. Wir brauchen eine Infrastruktur, ja, die über die Region hinausgeht. Ja. Und wir brauchen dann eben auch Schnittstellen zu einzelnen Anwendungen, ja, die sich in der Region anhand von medizinischen Notwendigkeiten entwickeln und nicht, weil es eine technische Lösung gibt und man sucht dann die Anwendung in der Medizin. Ja. Also die Wege sind viel erfolgreicher, ja, ein medizinisch erkanntes Problem dann technisch zu unterfüttern als umgekehrt. Finanzierungsprobleme, das ist ja heute wie ein roter Faden praktisch durch alle Vorträge durchgegangen, aber auch da würde ich sehr klar unterscheiden, das, was Sie, Herr Professor Gresch, den ersten Gesundheitsmarkt, wo ich gesagt habe, das ist kein Markt, ja, trennt von den anderen Bereichen. Denn überall da, wo ein Patient individuell für sich etwas tut, ja, für sich Sicherheit gewinnt, für sich eventuell Steigerung der Lebensqualität erwartet, ist er bereit auch zu investieren. Die mangelnde Bereitschaft, ja, ins Gesundheitswesen zu investieren, betrifft den Solidargedanken. Ja. Wenn man nicht persönlich sicher ist, ja, dass ich davon auch was habe, ja, ist es sehr viel schwieriger, ja, dort so etwas für Gesundheitsleistungen auszugeben, als wenn ich das speziell für mich jetzt, und ich nehme mal jetzt einen ganz schlimmen Bereich, aber es ist so, ja, das ist ein Markt, das ist dann Konsum, obwohl es eine Gesundheitsleistung ist. Das hat uns überrascht. Ja. Der Datenschutz, der in Deutschland ja immer wieder, ja, sozusagen Barrieren aufbaut, erfordert Barrierefreiheit, baut aber Barrieren auf, scheint da noch keine große Rolle zu spielen. Und wenn man im Einzelgespräch ist, dann stellt sich raus, ja, eigentlich hat sich keiner Gedanken darüber gemacht. Ja, weil nämlich vor Ort nur das Ergebnis zählt, ja, und nicht der Datenschutz. Einem Patienten ist es relativ egal, ja, was der Datenschützer sagen würde, wenn er selbst das Gefühl hat, er profitiert persönlich. Hat viel weniger Angst davor, ja, als man allgemein eventuell unterstellt. Das habe ich eben im Einzelgespräch, Herr Hilbert ist schon darauf eingegangen, ja, schon erwähnt. Ja, es gibt also seit dem Hauptstadtkongress im Juni beginnend für mich doch eine erhebliche Sensibilität, vor allem auch in der Politik, ja, dafür, dass man aus den vielen Modellphasen, ja, 140 wurde angesprochen, ja, 140 A bis H, glaube ich, ja, praktisch nicht zu handeln, ja, wenn es darum geht, ja, wirklich was umzusetzen, und versandet dann, ja, wenn die 1% ja Anschubfinanzierung, ja, letztendlich dann nicht mehr kommen, ja, und das ist ein hat eher das Ganze gehemmt, ja, als dass es das gefördert hat, ja, und da ist eben das Bewusstsein jetzt da, ja, dass alle Beteiligten, die was dazu zu sagen haben, sich jetzt zusammengefunden haben, und im nächsten Jahr erwarte ich, also wenn wir in einem Jahr uns wieder hier treffen, Ergebnisse. Alles andere würde mich sehr enttäuschen. Ja, das ist, glaube ich, hier Eulen nach Athen zu tragen. Und das andere habe ich eben schon gesagt. Es geht nicht darum, technische Entwicklungen zu leisten, die dann medizinisch ja mit Sinn beladen werden, sondern umgekehrt ja medizinische Probleme ja technisch zu unterstützen. Und damit danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, recht herzlichen Dank, Herr Dr. Bartmann. Auch für das Credo am Ende, das so auch eigentlich das Credo unseres Projektes ist. Ja, ich bitte jetzt mal alle Vortragenden nochmal hier nach oben. Als erstes nochmal die Frage an Sie, Fragen an Dr. Bartmann, Fragen an einen anderen der Vortragenden. Jetzt haben Sie die Chance. Nur Mut. Also ich habe noch eine Frage an Herrn Dr. Bartmann, nämlich in die Richtung gehend. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Gibt es eigentlich auch Untersuchungen oder Einschätzungen Ihrerseits, wie umfangreich eigentlich die Erfahrungen von Ärzten mit Telemedizin bislang sind? Wie viele haben überhaupt schon mal Berührung gefunden mit einzelnen Telemedizin-Projekten? Müssten nicht mehr Appetitmacher entwickelt werden?